Nach der Wahlniederlage des Oppositionspolitikers Nikol Paschinjan droht Armenien der totale Stillstand. Dem Anführer der jüngsten Massenproteste war es am Dienstag nicht gelungen, sich vom Parlament zum neuen Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Nach der Wahlschlappe rief er seine Anhänger auf, wieder auf die Straße zu gehen und Verkehrswege und Autobahnen zu blockieren. Außerdem sollten Flughäfen und Zugstrecken gesperrt werden. Paschinjan hatte nach einer mehrstündigen Sitzung im Parlament lediglich 45 der insgesamt 105 Stimmen erhalten, 53 wären nötig gewesen. Laut Verfassung muss das Parlament nun innerhalb einer Woche neu abstimmen. Scheitert auch dieser Durchgang, folgen Neuwahlen. Die regierende republikanische Partei, die das Parlament dominiert, verweigerte Paschinjan die Zustimmung. Ohne Stimmen dieser Partei kann kein neuer Regierungschef gewählt werden. Paschinjan hatte in den vergangenen Wochen Zehntausende Anhänger mobilisiert und den Ministerpräsidenten Serge Sargsyan zum Rücktritt gezwungen.